Hi, heute ist der 9. Tag. Wie ihr seht, das Licht ist schon aus. Ich bin heute wieder später zu Hause. Aber auch in der Einlaufphase, wenn viel zu tun ist, macht euch keine Gedanken. Man muss nicht jeden Tag viel am Aquarium machen. Spannend ist eigentlich, was kann man beobachten in der Zeit. Das heißt, ich bin eigentlich traurig, dass ich so spät nach Hause gekommen bin, weil unheimlich viel passiert im Aquarium. Die Schleimpilze haben sich verändert, die sind teilweise wieder weggegangen, an anderen Stellen aufgetaucht. Die Pflanzen haben viele Ausläufer gebildet, die Moosi fangen an zu kriechen. Die Hintergrundpflanzen, jeden Tag können wir es sehen, eigentlich schon mehrere Millimeter, wie die wachsen. Gerade die Rotala Red und auch die Green kommen langsam. Die Tripaziata, kann man erkennen, fängt an, ihren Standort zu verlassen, Ausläufer zu bilden. Das gefällt mir richtig gut. Der Bodengrund nach wie vor, ohne Algen, ohne irgendwelche Ablagerungen. Der Filter läuft, die CO2-Anlage läuft. Also eigentlich läuft alles reibungslos, es ist fast langweilig. Aber letztendlich, wer hat schon Bock auf Algen oder Probleme? Ich bin froh darüber und freue mich, dass dann die Einlaufphase demnächst abgeschlossen ist. Ich habe mir schon was überlegt, welchen Besatz ich haben will, verrate ich später mehr. Und wir werden dazu einen Großhändler besuchen, dass ihr die Chance bekommt, mal zu gucken, wo kommen die Fische eigentlich her, bevor sie beim Händler von euch in den Aquarien schwimmen. Ja, mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Ich habe keine Probleme, ich habe keine Sorgen. Gerade, denke ich mal, die Osmosewassernutzung und die Aufbereitung mit einem Mineralsalz, das hilft. Das beugt unheimlich vielen Problemen vor. Ich dünge täglich, das funktioniert gerade in Kombination mit CO2. Die Beleuchtung ist auch recht stark, muss man dazu sagen. Es sind 90 Watt pro Lampe. Auf 300 Liter haben wir 180 Watt LED da drauf. Die Lumenzahl ist entsprechend kräftig, also da kommt schon was bei rum. Was mir besonders gut gefällt, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ich hatte es schon erzählt. Und natürlich, ich werde euch das im Zeitraffer nochmal zeigen, aber jetzt bleibt mir eigentlich nur Zeit, mich vor das Aquarium zu setzen, mir das noch anzugucken. Und ja, hier ist nichts wegzuräumen, keine Moose, die sich gelöst haben. Ich bin happy und ja, wir sehen uns morgen. Ciao. Den nächsten Teil oder den Tag davor, den findest du unten in der Videobeschreibung. Einen Tag, den nächsten Tag haben wir nämlich aber auch hier nochmal verlinkt. Wir würden uns freuen über einen netten Kommentar, wie du unsere Tage nach der Einrichtung so findest. Und aber auch über ein Abo hier in der Ecke kannst du das direkt durchführen. Sehr, sehr freuen. Schalte auch wieder ein, wenn das heißt, schaust du gar den TV, wirst du gar nicht schlau. Bis dann.